Langpokistan Gaming ist hier. Eine neue Folge Elden Ring, die Game of the Year Miniserie. Genau hier sind wir stehen geblieben. Und unser Weg war Richtung diesem großen Baum. Gen Süden, geradeaus runter. Hier haben wir ja das Ding gefunden hier, mit dieser Träne. Um unsere Tränke geiler zu machen. Das war die letzte Folge. Und jetzt sind wir in einer neuen Woche angekommen. Jetzt geht's hier weiter. So, guck mal, hier sind die Typen. Oh, schnell zuschlagen. Ein Horntyp ist am Start, aber ich glaube, hier kann niemand. Wen will der zu Hilfe rufen? Stirb. Ramsey Bolton. So. Okay. Wir looten wieder ein bisschen ab. Und genau da runter und wieder hoch geht's. Für uns. Schwingen wir uns mal auf unser Pferdchen. Oh. Oh, da gibt's noch einen Dungeon. Oder haben wir den schon? Das ist eine gute Frage. Guck mal, da unten ist noch was. Hier entlang. Ja, Leute, du hörst den Dungeon, hä? Untersuchen Führer und Torwächter all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Er sagt geradeaus. Also, das ist natürlich jetzt die Frage. Lass mal nochmal Pferd holen. Und wir reiten erstmal diese Richtung. Das ist vielleicht hier versteckt. Hier hinten irgendwo ein Eingang. Da ist ein Eingang. Guck mal. Geilinger. Neuer Dungeon. Bevor wir zu diesem Baum. Ah, guck mal hier. So. Katakomben des Grabwall. Was? Des Gräberwalls. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe wieder diese Steintypen. Oh. Hier kommen wir gar nicht durch. Oh, hier brauchen wir. Ein Steinschwertschlüssel steckt schon. Guck mal an. Da war das schon. Skelettboy auf uns. Das ist jetzt die Frage. Lohnt es oder lohnt es nicht, da reinzugehen? Nee. Inventar. Auf unsere Schlüsselobjekte. Wir haben 3 Stück. Komm, wir haben die nicht hier zum Abfahrt. So, was ist mit dir hier jetzt? Oh. Ah, da kommt er gleich, ja? Können wir ihn? Wir können ihn gar nicht anvisieren. Oh. Oh, er braucht sehr lang zum Ausholen. So, wenn diese Skelette down sind, stark, einfach nochmal draufschlagen, dann sind die endgültig tot. Okay. 2 Stück. 2 Stück, that's it. Handbuch Nummer 9 des nomadischen Kriegers. Das ist eine coole Sache. Das erweitert unser... Müsste uns unsere Objektherstellung erweitern. Das hier, oder? Grabpfeilchen. Das macht, verbraucht Fertigkeitspunkte, werfen, ruft rachsüchtige Geister hervor. Okay, das hatte ich. Das habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Das packen wir mal direkt hier rein. So, wir müssen es natürlich herstellen. Fakt, zweimal hergestellt und ausgerüstet. Verbraucht 5 Fokuspunkte. Ne? Nicht Fertigkeiten. Fokuspunkte. Ja, wollte nicht das Problem darstellen. Die Punkte haben wir. Okay. So.
Hat sich durchaus gelohnt. So ein Handbuch ist gut. Und wichtig, hier ist der Boss. Guck mal, wir haben noch unsere Fackel. Okay, da kommen wir wahrscheinlich... Ja, von einem Gerät... versperrt. Okay. Wir müssen hier irgendwie... Oh. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, denn diese Typen hier könnten sich überall... Gräbertallilie. Wir müssen auch endlich mal unsere, What? Wer ist er denn? Flammenwerfer? Skelettboy? The fuck, Alter? Ja, ja, komm. Ruhe. Ruhe im Puff. Zack. So nicht, mein Lieber. So nicht. So. Hier ist noch einer. Irgendwas steht hier auf noch. Wir müssen... Oh! Okay. Wir haben eine Zweier-Gräbertal-Lilie, glaube ich, gerade eingesammelt. Das müsste hier dabei sein. Oh, die erste. Nee. Ah, guck mal an. Es gibt Geistertal-Lilien auch noch. Das ist ruhmreiche Asche. Stärkt normale Asche. Wir müssen mal zu diesem Charakter, wo ich meine, dass sie das macht für uns. Das müssen wir nochmal abchecken nachher. Da oben steht was. Was ist das? Ah, nee, das ist eine Pflanze. Okay, oh! Oh! Wollen wir mal Bogenschützen? Oh, geil, da habe ich aber... Oh, Falle! Okay. Ja. Wie weit feuern die? Ui. Ganz bis zum Ende dieses... Ja, er kann uns hier nichts anhaben. Unsere nächste Aufgabe sollte eigentlich klar sein. Wir gehen straight auf Stärke, denn wir möchten gerne dieses Schild ausrüsten. Dafür brauchen wir auch noch etwas Kondition. Weil wir jetzt auf große Last rechte Seite unterer Bildschirmrand fallen. Das heißt, wir haben nicht mehr mit der mittleren Last hier diese schöne fluffige Rolle, sondern fallen wie so ein fetter nasser Sack. So, jetzt sprinten wir mal hier durch. Scheint gut zu laufen. Okay, vier Sterne. Ah, was ist das? Alter, wer Torpedo? Der Torpedo Max hier. Mach mal hier weg. Heilung ist geiler. Okay, sehr gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, gibt es hier irgendwo... Manchmal sind hier noch so versteckte Pfade und Wege am Start. Hier ist noch eine Pflanze. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen und nicht so forsch und mutig hier looten. Okay, wir brauchen diese Lampe ebenfalls noch. Das ist auch noch... okay. Wir gucken mal mit der Fackel hier erstmal ein bisschen... Okay. Irgendwas bewegt sich. Irgendwas. Irgendwelche Geräusche. Feuer. Alright. Gegner ist keiner mehr am Start. So, jetzt wie sieht's hier aus? Hier durch und dann rechts. Boah, das war mega knapp. Jetzt hier weiter. Oh! Das war ja auch absehbar.
Okay, den haben wir. Objekt aufheben. Krummsäbel. Nice. Gut. Komm, wir gucken uns den Krummsäbel natürlich tatsächlich an. Ah, Inventar. Bei den Waffen. Wo ist er? Ausgeglichen. Quality, ne? Eher Geschicklichkeit sogar. So, jetzt müssen wir hier durch. Oh, das macht, das ballert in mehrere Richtungen. Okay, jetzt haben wir das erstmal hier. Oh ja, okay. Es ist etwas dunkel. Oh, Alter. Jetzt. Vorsicht, jetzt macht er wieder Feuer. Aber jetzt haben wir schon gesehen, was wir machen müssen. Wir ernten erstmal diese Pflanze hier, Grabpfeilchen. Und zwar gehen wir hier drauf, fahren hier hoch und gehen hier rüber. Galaxy Brain. Goldene Rune. Stufe 2. Was ist das hier für ein Dungeon? Fällt der runter? Nee. Was ist das hier für ein Dungeon, Freunde? Okay, wo sind die Skelette? Keine Skelette mehr hier? Fast nicht sein. Das... Oh, nee, okay, ich dachte schon, da steht was... Ah, oh, da ist einer, Bogenschütze. Ah, oh, normaler Typ noch. Muss ich auf den Bogenschütze? Gut ausgewichen, sehr gut ausgewichen. Wir stürmen auf ihn zu. Wir haben viel Ausdauer. So, Gräbertallilie, Stufe 2. Alright, alright. Hier geht's weiter. Wir sammeln das Item noch. Menschen, ist das eine... Oh, da ist noch eine Statue. Ist eigentlich Menschen... Dingenssplitter... Jo, Crafting Item... Das ist der Hebel für den Boss. Genau. Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay. Tag. Einsatz in 4 Wänden. Irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Oben dann? Natürlich. Ja, komm, mach mal weg hier. So, hier dürfte eigentlich keiner mehr kommen. Die Tür war direkt am Anfang. Genau auf der Seite hier. Aber wir werden uns... unseren fünften... Ah, der Typ könnte uns eventuell gefährlich werden. Lass mal hier rasten. Gucken wir mal, ob er getriggert wird. Dieser Skelettmann. Nee, er ist weg. Ist es ein Einmalgegner? Wahrscheinlich, ne? So, wir können eigentlich durchgehen. Gucken, was uns hier für ein Boss erwartet. Friedhofs Schemen. Oh, oh. Oh, was? So, wir werden erstmal das hier ausprobieren. Oh, das ist ja cool. Homing. Boah, was sind die? Sind die Dinger so krass? Okay, jetzt haben wir nichts mehr davon. Oh! Oh, shit. Oh, das macht bluten. Oh, ist aber richtig rein, der Kollege hier. Hier, halten wir es mal bedeckt. Oh, der ist schwierig. Zwei Hand. Nee. Oh, du Penner, ey. Der weicht uns geschickt. Oh ja, okay, der ist ja, der hat ja gar keinen Health. Er hat ja... Oh, nein, 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 nein. Und von hinten abgestochen. Tschüss, Kollege. Asche von Lutell, der Kopflosen.
Okay. FP kosten, ruft den Geist von Lutell der Kopflosen. Wie viele Fokuspunkte haben wir eigentlich? Ja, 85. Da müssen wir eigentlich auch noch dran arbeiten. Man muss an so vielem arbeiten in diesem Spiel. Wurzelharz, das wollten wir eigentlich gar nicht mitnehmen. Ich wollte hier raus aus dem Dungeon, aber nehmen wir mit. Nehmen wir mit hier. Da kann man ein bisschen Brandzeugs damit basteln. So, wir gehen zum Eingang zurück. Haben 3900 Runen. Das reicht noch nicht, um die Welt einzureißen. Aber wir... Wo kommen die denn her? Hallo? Haben ein weiteres Mosaiksteinchen in diesem Spiel bewältigt. Mit diesem Dungeon und diesem kleinen Boss. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne den Daumen nach oben. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Macht's gut bis dahin und... Bloß kein Stress.